Der SSV Reutlingen wird Ihnen präsentiert von der Paravan GmbH in Pfronstetten-Archelau. Sportticker Spezial bei Ihrem regionalen Lieblingssender Fußball-Oberliga Baden-Württemberg. Der SSV Reutlingen hat Heimrecht gegen Ravensburg, bei mir der Trainer Jochen Klass. Ja, gegen Balingen, da war es, der Schwabe wird sagen, obrechtstierlich, nichts Besonderes und du hast reagiert. Ja, wir haben unter der Woche versucht, die Fehler zu beheben, soweit es überhaupt möglich ist. Man darf nicht vergessen, Balingen und auch heute Ravensburg sind natürlich Titelanwärter, da kommen auch keine 0815-Mannschaften. Da muss man natürlich schon eine Top-Leistung abrufen, wenn man da gewinnen will. Aber wir werden heute sicherlich anders auftreten wie letzte Woche. Ja, und personell gibt es einige Veränderungen. Leider auch jetzt gerade kurz vor Anpfiff nochmal. Ja, also wir sind defensiv total gebeutelt. Jetzt fällt Magnus Haas, der letzte Innenverteidiger, den ich nominell habe, aus. Rechtsverteidiger habe ich ja auch keinen mehr. Sitzen ja auch schon alle hier. Also wir müssen improvisieren, aber es hat auch Vorteile. Wir sind offensiv aufgestellt, dann spielt er halt ein offensiver Mittelfeldspieler, weil wir ja eh nach vorne spielen wollen. Das kriegt man schon irgendwie hin. Ja, und der Kopf der Mannschaft, Bobo Meyer, fehlt auch. Der fehlt auch, wobei ich glaube, dass die Mannschaft in sich durch die Trainingswoche schon ein bisschen dazu gelernt hat und dass einzelne Spieler bei uns nicht so eine entscheidende Rolle spielen, sondern das Kollektiv muss funktionieren und mit Eiberger heute als Kapitän, denke ich, kann das auch gehen. Okay, vielen Dank Jochen, wir drücken die Daumen und jetzt gibt's SSV gegen Ravensburg. Also der SSV personell arg gebeutelt. Stellt sich die Frage, gibt es dennoch die kalte Dusche für die ungeschlagenen Gäste? Sprich, bringt der SSV dem FV die erste Niederlage bei? Exakt 1123 Zuschauer fragten sich das auch. Also viele Verletzte, unter anderem Andreas Meyer mit Kreuzbandriss und angeschlagene Spieler bei den 05ern. Bobo Meyer fehlte zudem gelb gesperrt. Bei Ravensburg musste Ex-Profi und Torjäger Steffen Wohlfahrt passen. Der verletzte sich bei der 0:2-Pokalniederlage gegen den Erstligisten FC Augsburg. Die Gäste waren unter der Woche im Einsatz. Da gelang ein 2:1 Heimsieg gegen den SC Freiburg 2. Damit hat der amtierende WFV-Pokalsieger 3 Siege und 2 Unentschieden. Die Partie des SSV bei der zweiten der Kickers wurde ja verlegt. 8 Punkte stehen bislang auf dem Reutlinger Konto. Und bevor es losgeht, noch alles Gute Marc Golinski, da hinten ist er, der wurde nämlich am Samstag 27 Jahre jung. Die beiden Kapitäne, der angesprochene Pierre Eiberger in Vertretung von Bobo Meyer und Sebastian Mehr. Schiedsrichter der Partie ist Maurice Kern aus Stuttgart. Los geht's und keine 2 Minuten sind rum, da zeigten die Hausherren, wo es lang geht. Pressing vom Feinsten, hier Schachtschneider mit dem Tackling an der Außenlinie. Und die Kollegen rückten sofort nach, dann wieder Daniel Schachtschneider, Golinski verpasst, Mehr klärt zur Ecke. Die brachte zwar nichts, doch es ging weiter nur in eine Richtung. Der SSV ging drauf und machte Dampf. Hier über links, über Erik Jakem. Dessen Hereingabe landet bei Golinski, doch dessen Versuch wird von Fiesel geblockt. Das wäre es natürlich gewesen zum Jubeltag. Die Weißen wussten gar nicht, was los war. Schon rollte der nächste SSV-Angriff. Wieder über links, das ist Tom-Patrick Schiefel, der mühelos vorbei an Henning, schön zurückgelegt auf Golinski, der mit Hechtkopfball zu Schachti und der steht da, wo ein Torjäger stehen muss und hält den Fuß hin. 6. Spielminute, der SSV führt mit 1:0, Ausrufezeichen. Das ging zu schnell für die Gäste, deshalb nochmal in Zeitlupe. Toller Auftakt bei tollen Bedingungen. Der SSV hatte richtig Bock auf Fußball. Fehlpass Henning in die Füße von Maximilian Rohr, der weiter zu Jakem. Wieder Rohr, den kriegt er noch. Wieder Jakem, rüber zu Golinski, wieder geblockt. Und der Nachschuss von Tarik Serur landet schließlich über dem Ravensburger Kasten. Wie angekündigt schickte Klaas zahlreiche Offensivkräfte aufs Feld und die wirbelten munter drauf los. Wieder so ein Beispiel, zu viert wird der Kugel hinterhergejagt und immer mit dem Zug nach vorne. Am Ende vertändelt Jakem in aussichtsreicher Position. Zudem stand die Abwehr um die Innenverteidiger Springer und Hartmann absolut sicher bis dato. Eine Szene haben wir für die Oberschwaben notiert. Nach diesem Freistoß kommt Philipp Altmann an den Ball und köpft knapp drüber. Ansonsten war nichts. Vor Haris Mesic auf. Er sah so gut wie nichts von seinen Jungs. Wolfram Eitel, er konnte absolut zufrieden sein. Jochen Klass.
Was fehlte, war das zweite Tor und die Qualität der Chancen nahm aber noch zu. Nächster Versuch. Hier ist Rohr gedankenschneller als sein Gegenspieler. Schachtschneider mit Monstergrätsche und dann mit der Riesenmöglichkeit zu seiner zweiten Kiste. Nein, Mesic nimmt ihm den Ball im letzten Moment vom Fuß. Ungeheuer präsent in der Sturmspitze Daniel Schachtschneider. 5 Minuten noch bis zur Pause, einen haben wir noch. Wieder das gleiche Bild. Schiffel dieses Mal mit dem Antritt und wieder mit klugem Ball nach vorne. Golinski startet und zieht vom 16er-Eck mit links ab. Vorbei. Vorbei waren dann auch die ersten 45 Minuten. Eine ganz starke Vorstellung seiner Jungs. Da hat alles gepasst. Eine tolle Teamleistung. Nur belohnte man sich für den immensen Aufwand nur mit einem Tor. So kann es aber weitergehen, obwohl diese Spielweise auch viel Kraft gekostet hat. Keine Frage. Eitel musste dagegen reagieren und brachte Harun Toprak und den Ex-Balinger Jonas Wiest. Und jetzt verkehrte Welt an der Kreuzeiche. Die Gäste drückten. Jetzt konnten die Jungs ihre Fahne ausrollen, da war ein ganz anderer Zug drin. Beim SSV das Ganze beinahe wie abgeschnitten. Einzige Ausnahme dieser Spielzug über Jakem, Golinski und Schachtschneider. Der behauptet den Ball und versucht es aus der Drehung, da hat nicht viel gefehlt. Ansonsten fehlte es jedoch an fast allem aus der ersten Hälfte. Oder andersrum, die Gäste plötzlich wie verwandelt. Thomas Zimmermann raus zu Jona Boneberger. Rohr hat den Ball und bringt ihn völlig unnötig wieder ins Spiel. Boneberger nach innen und Harun Toprak, Bruder von Leverkusens Ömer, vergibt die Riesenchance zum Ausgleich. Da hatte Eitel wohl alle Register in der Kabine gezogen, es spielte fast nur noch der FV Ravensburg. Gute Stunde, Freistoß Fiesel und Glanzparade von Knaus. Die darauffolgende Ecke, die SSV-Hintermannschaft kann klären, doch die Kugel kommt zu Jonas Wiest. Peng, da war's passiert. Sonntagsschuss von Wiest, Ausgleich 1 beide. Puh, der passte genau in den Knick. Nur 3 Minuten später wieder Ecke, dieses Mal von der anderen Seite und wieder ist der Ball drin. Das gibt es ja gar nicht. Philipp Altmann mit dem Kopfball ins lange Eck, Spiel gedreht, ohne Worte. Jubel in Weiß und er war bedient, Jochen Glas mit dem gelbbeschwerten Bodo Meier, der auch als Co. fungierte. Die tolle erste Hälfte wie weggeblasen, der SSV brachte nichts mehr zustande und es kam noch schlimmer. Nach diesem Luftzweikampf mit Boneberger verletzte sich Fabian Springer am Kopf, er musste raus. Gute Besserung auch von uns. Es lief nun alles gegen die Rot-Schwarzen. 76. Minute, Einwurf SSV, da schenkten die Gastgeber den Ball einfach her. Moritz Jäckle ebenfalls eingewechselt auf Felix Bonelli, auch der kam von der Bank und schiebt ein zum 1:3. Au Backe. Ganz zum Ende hatte der SSV noch ein paar Szenen, hier die beste, doch der eingewechselte Lars Lack trifft nur den Außenpfosten. Die haben mittlerweile blank gezogen, Oberkörper frei und Spaß dabei. Der war dem SSV nach dieser famosen ersten Hälfte gründlich vergangen. Logisch, der FV Ravensburg gewinnt mit 3:1 und bleibt weiter ungeschlagen. Frank Fauser sammelte die ersten Reaktionen. Da müssen wir alle mal tief durchatmen. So zwei unterschiedliche Gesichter, das habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Ja, wir hätten in der ersten Halbzeit haben wir gut gespielt, hätten wir es 2:0 machen müssen oder vielleicht sogar das 3:0. Dann kommen wir aus der zweiten Halbzeit, sind gar nicht mehr da. Ravensburg klar besser, hat sich angedeutet, dass wir irgendwann das Ding kriegen gleich 2, sind 2-1 hinten, kommen nicht mehr ins Spiel und so verlieren wir. Erste Halbzeit super, zweite Halbzeit, können wir nicht so auftreten. Ja, die erste Halbzeit haben wir ziemlich viel Aufwand betrieben. Kann sein, dass da in der zweiten Halbzeit nicht mehr so viel Power war, aber hätten wir eigentlich durchziehen müssen. Und wenn wir gewinnen wollen, müssen wir so Spiele, das ganze Spiel durchziehen. Wir haben uns wirklich die Augen gerieben nach diesen zwei Halbzeiten. Man kann es sich kaum erklären. Es war eine sensationelle erste Halbzeit, da habt ihr klasse gespielt und dann ist das Ding wie abgerissen. Ja, das stimmt. Wir verstehen es selber nicht. Wir gehen in die Halbzeit, haben eine gute erste Halbzeit gespielt. Wollten, nehmen uns in der Halbzeit vor, nochmal genauso weiterzumachen, kommen dann raus und läuft irgendwie alles schief. Keine Ahnung, woran es genau lag. Das muss man nochmal analysieren. Letzter Gesprächspartner an der Kreuzeiche, Marc Golinski, das Geburtstagskind. Ja, und ein Geburtstagsgeschenk hat es zumindest nur 45 Minuten gegeben, da hat es richtig gut ausgesehen und dann ist die Mannschaft wie ausgewechselt sozusagen in die zweite Halbzeit rein. Ja, so sehe ich es auch. Erste Halbzeit haben wir eigentlich super gespielt, fast die beste Halbzeit meiner Meinung nach in der Saison. Was dann in der zweiten Halbzeit passiert, so, wir haben es eigentlich noch gesagt, wir müssen jetzt aufpassen, die kommen nochmal die nächsten 20 Minuten dagegen halten und das war alles wie weg. Warum auch immer, das
müssen wir irgendwie wieder analysieren und aufarbeiten, ja, aber hilft ja jetzt auch wieder nichts. Samstag geht's zum vorletzten Neckar Elz. Weitere Stimmen, unter anderem von Bobo Meier, gibt's dann noch in dieser Woche. Der SSV Reutlingen wurde Ihnen präsentiert von der Paravan GmbH in Frohnstetten-Eichelau.